Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Meine Damen und Herren, so viel Weltkrieg gab es noch nie, zumindest nicht in Deutschland. Auf dem Weg hierhin, ich stand im Stau, wie konnte es anders sein in Stuttgart, und mein Lieblingssender SWR 2 brachte ein Musikprogramm in dieser Woche, die E-Musik und der Erste Weltkrieg. Also Sie können diesem Krieg nicht entkommen und auch heute nicht. Und deswegen freue ich mich, dass Sie hier sind und hoffe, dass Sie den nötigen Gewinn aus dieser Veranstaltung und vielleicht auch aus meinem Vortrag ziehen werden. Meine Damen und Herren, der Erste Weltkrieg gilt nach einer inzwischen geradezu inflationär gewordenen Formulierung als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie George Frost Cannon das formuliert hat. Der Weltkrieg führte bekanntlich zum Untergang von 4 Großreichen, dem Deutschen Kaiserreich, dem Russischen Reich, dem österreich-ungarischen Vielvölkerstaat sowie dem Osmanischen Reich. Ohne den Ersten Weltkrieg kein italienischer Faschismus, kein deutscher Nationalsozialismus und mutmaßlich auch kein Bolschewismus, zumindest kein Bolschewismus à la Russe. Bereits die Zeitgenossen, auch die deutschen Zeitgenossen, sprachen vom Großen Krieg und so heißt er bekanntlich in einigen der ehemals kriegführenden Nationen bis heute The Great War, La Grande Guerre, Der Große Orloch. Was diesen Krieg bereits in den Augen der Mitlebenden groß werden ließ, war die Tatsache, dass der Erste Weltkrieg ein Massen- und Maschinenkrieg war, wie es ihn niemals zuvor gegeben hatte. Ein Krieg, in welchem individuelle Opfer millionenfach gefordert und scheinbar bereitwillig entrichtet wurden. Allein der Kriegsanfang im August-September 1914 mit seinen ungemein blutigen Grenzschlachten in Elsass-Lothringen brachte höhere Verluste an Soldaten als der gesamte deutsch-französische Krieg von 1870-71. Die ersten beiden Monate und nur auf dem Gebiet von Elsass-Lothringen. Von den zwischen August 1914 und November 1918 weltweit eingesetzten mehr als 60 Millionen Soldaten verloren weit über 9 Millionen ihr Leben. Auf den Tag umgerechnet waren es etwa 6.000 Soldaten pro Tag. Etwa 15 Millionen Soldaten wurden verwundet. Manche hatten die Verwundung ein ganzes Leben lang zu tragen. Für viele verkürzte sich die Lebenserwartung erheblich. Die Soldaten fielen nicht nur in den großen Schlachten an der Westfront, die wir sozusagen vor unserem geistigen Auge haben, wenn wir an den Ersten Weltkrieg denken, also in Flandern, bei Verdun, an der Somme, dort, wo für wenige Kilometer Bodengewinn Hunderttausende ihr Leben lassen mussten. Auch im Osten Europas, auf dem Balkan, in den Alpen, im Vorderen Orient, sogar in Afrika und Asien wütete dieser Krieg und kostete zahllose Menschenleben. Der Erste Weltkrieg war also im wahrsten Sinne des Wortes ein globales Ereignis. Der Erste Weltkrieg war aber auch bereits in wesentlichen Aspekten ein total geführter Krieg. Und mit total meine ich die Totalität, wie sie etwa auf den Zweiten Weltkrieg zutrifft. Das gilt insbesondere für die Entwicklung und Verwendung neuer und immer schrecklicherer Waffen. Man denke an den unbegrenzten U-Boot-Krieg der Deutschen, der 1917 zum Kriegseintritt der USA führte, an den Einsatz von Zeppelinen und auch Flugzeugen, die zum ersten Mal mit Bomben ausgerüstet waren, oder die Anwendung von Gas, auch wenn der von den Deutschen im April 1915 begonnene, dann von allen Seiten umfangreich betriebene chemische Krieg eher von seiner psychologischen als von den militärischen Auswirkungen her zu betrachten ist. Insgesamt kamen durch Gaseinwirkung 3% der Soldaten ums Leben. Es ist also nicht kriegsentscheidend gewesen, aber psychologisch erheblich. Total waren auch die Art und Weise der operativen Kriegführung, bei der sich schon Strategien einer verbrannten Erde nachweisen lassen. So etwa beim deutschen Rückzug von der Somme hinter die Siegfriedlinie, die mit umfassender Zerstörung von Ort und Landschaften einherging. Aber vor allem die sogenannten ethnischen Säuberungen, also die Vertreibung ganzer Ethnien in Osteuropa wie auf dem Balkan.
sowie schließlich die massenhafte Tötung der gegnerischen wie auch der eigenen Zivilbevölkerung. Den Auftakt zu dieser besonderen Art der Kriegführung, also gegen die Zivilbevölkerung, markierte das brutale Vorgehen der deutschen Armeen in Belgien und Nordfrankreich im Sommer 1914 gegen die vermeintlichen Franc-Tireurs, also modern die Partisanen, wobei mehr als 5000 belgische Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, massakriert wurden. Ziel dieser deutschen Repressalien war also von Anfang an auch die Zivilbevölkerung. Den traurigen Höhepunkt eines Krieges gegen die Zivilbevölkerung bilden zweifellos die Massaker an den Armeniern 1915 durch die Regierung der Jungtürken im Osmanischen Reich, in denen einige Historiker gleichsam schon das Blueprint der Genozide im 20. Jahrhundert sehen. Zu dieser Totalität der Kriegführung gehört aber auch die staatlich wie gesellschaftlich erzeugte Propaganda, die bereits hemmungslos medialisiert war und die nun in schrecklichsten Zuschreibungen und in Massendruckwerken aller Art den Gegner zum Hunnen, zum Barbaren, zum Teufel erklärte. Propaganda war also gleichsam die Begleitmusik zur zukunftsträchtigen Barbarisierung der Kriegführung. So viel einleitend zur Charakterisierung dieses unerhörten, bis dahin präzedenzlosen Ereignisses. Doch wer oder was hat den Weltkrieg ausgelöst? Welche Nation oder Regierung war für diesen Krieg verantwortlich? Und vor allem, woher rührte die destruktive Energie, mit der die Staatsmänner und ihre Völker im Sommer 1914 in einen Krieg eintraten, der bereits von Anbeginn an nicht nur als ein europäischer Krieg, sondern als Weltkrieg empfunden und in diesem Sinne auch geführt wurde? Die Julikrise, die dem Ersten Weltkrieg vorausging, begann mit einem Akt des staatlich motivierten Terrorismus, so schrieb die London Times. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gattin Sophie am 28. Juni in Sarajevo. Dennoch war das Attentat der bosnisch-serbischen Nationalisten weder die Ursache noch der eigentliche Auslöser des Krieges. Was waren die Beweggründe der 7 Terroristen vor Ort, unter ihnen der 19-jährige Todesschütze Gavrilo Princip? Neben eher diffusen anarchistischen Überzeugungen bildete der Panslawismus das Hauptmotiv, also der Wunsch nach einem nationalen Zusammenschluss von Slowenen, Kroaten, Serben und Bosniern sowie anderen slawischen Völkern in einem von Österreich-Ungarn unabhängigen südslawischen Staat, eben einem Jugoslawien. Die Attentäter von Sarajevo und ihre Helfer sahen sich als Wegbereiter einer nationalen Revolution, welche die Axt an die Wurzeln des österreichischen Vielvölkerstaates legen sollte. Was danach mit diesem Jugoslawien geschehen würde, darüber gingen ihre Vorstellungen weit auseinander. Sie reichten von einem großserbischen Reich unter der Führung Belgrads bis hin zu einer südslawischen Staatenföderation. Die Mittäterschaft des serbischen militärischen Geheimdienstes an dem Attentat in Sarajevo steht außer Frage. Die von dessen Chefoberst Dragutin Dimitrovic geführte Heimorganisation Schwarze Hand steuerte sowohl die logistische als auch die materielle Infrastruktur des Unternehmens bei, also Geld, Informationen, Waffen und Kuriere. Die Schwarze Hand, diese Geheimorganisation, suchte mit der terroristischen Aktion ein Zeichen zu setzen, um die eigene Regierung zu einer härteren Gangart gegenüber Wien zu veranlassen. Eine unmittelbare Verantwortung der serbischen Regierung für das Attentat von Sarajevo lässt sich dennoch nicht nachweisen. Während serbische Zeitungen sowie weite Teile der Öffentlichkeit nach der Ermordung des Thronfolgers unverhohlene Sympathien für die überwiegend nach damaligem Recht noch minderjährigen Attentäter zeigten, bemühte sich der Ministerpräsident Nikola Pasic um Schadensbegrenzung. Gegenüber der Budapester Zeitung Azest erklärte er, dass die serbische Regierung an dem Attentat nicht beteiligt sei. Das Attentat sei vielmehr von österreichischen Bürgern, ja nicht einmal von Bürgern, sondern von wahnsinnigen Kindern, so Pasic
verübt worden. Trotz der serbischen Dementi und Distanzierung war Österreich-Ungarn fest entschlossen, das überall in Europa große Empörung auslösende Attentat zu einer politischen Demütigung Serbiens auszunutzen. Für die österreichische Öffentlichkeit, insbesondere aber für deren konservativen Eliten, war die serbische Regierung für diese Untat voll verantwortlich und musste demnach zur Rechenschaft gezogen werden. Die Wiener Regierung beabsichtigte, das Attentat von Sarajevo politisch zu instrumentalisieren, auch zum Preis eines militärischen Konflikts. Der K&K-Stabschef und spätere Oberbefehlshaber der österreich-ungarischen Truppen im Weltkrieg, Franz Konrad von Hötzendorf, brachte diese Mehrheitsmeinung in seinen nach dem Weltkrieg veröffentlichten Memoiren auf den Punkt. Ich zitiere: Der Mord von Sarajevo schloss eine lange Kette als letztes Glied. Er war nicht die Tat eines einzelnen Fanatikers, er war das Werk eines wohlorganisierten Anschlags, er war die Kriegserklärung Serbiens an Österreich-Ungarn. Diese konnte nur mehr mit dem Krieg erwidert werden. Zitat Ende. Bei diesem Vorgehen wurde Österreich-Ungarn von der deutschen Regierung bedingungslos unterstützt. Der Kabinettschef im Wiener Außenministerium, Alexander Graf Hoyos, reiste bereits am 5. Juli nach Berlin, um herauszufinden, ob Deutschland tatsächlich Österreich-Ungarns Krieg gegen Serbien unterstützen würde, auch auf die Gefahr eines russischen Eingreifens hin. Noch am gleichen Tag versammelte Kaiser Wilhelm seine wichtigsten militärischen und politischen Berater. Wichtigstes Ergebnis dieser später fälschlich als Kronrat bezeichneten Sitzung war, dass Österreich-Ungarn die Versicherung erhielt, Deutschland werde auf jeden Fall den Krieg gegen Serbien unterstützen, auch wenn die Russen ihrem Bündnispartner zu Hilfe kommen würden. Zweifellos waren sich die Verantwortlichen der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst. Wenn Deutschland zu seinem Bündnis mit Österreich-Ungarn stand, so würde es gegebenenfalls auch gegen das mit Serbien verbündete Russland kämpfen müssen. Dann aber wäre Frankreich automatisch auf russischer Seite engagiert und damit zwangsläufig ein europäischer Krieg ausgelöst. Somit kam es den Deutschen darauf an, dass die Wiener Regierung die Vergeltung für den Fürstenmord, wie es damals hieß, so rasch wie möglich durchführe. Dies gab dem Berlin, dem Grafen Hoyos, auch als Botschaft an seine Regierung mit. Grundlage dieser Eile war die Auffassung des deutschen Reichskanzlers Theodor Bethmann-Hollweg, wie sie dessen Berater Kurz Riezler in seinem Tagebuch festhielt. Ich zitiere Bethmann-Hollweg: Ein schnelles fait accompli und dann freundlich gegen die Entente. Dann kann der Schock ausgehalten werden. Und Österreich-Ungarn soll mit gutem und erdrückendem Material, das keine Einwände zulässt, gegen die serbischen Umtriebe herausrücken. So der Eintrag von Riezler nach seinem Gespräch mit dem Reichskanzler. Sie sehen, es stößt ab und zu in den Hemdkragen an, höre ich gerade. Entweder stehe ich steifer da oder der Hemdkragen wird unterdrückt. Die Regierung in Wien erhielt den erhofften Blankoscheck. Ein lokal geführter Krieg auf dem Balkan schien den verantwortlichen deutschen Politikern zu diesem Zeitpunkt bereits unabwendbar. Ja, mehr noch, er galt sogar als wünschenswert. Kaiser Wilhelm II. Notierte später am Rand einer Depesche: Jetzt oder nie, mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. Das deutsche Kalkül ging allerdings noch sehr viel weiter.